Hallo und herzlich willkommen hier im Peter-Max-Schauraum beim Rezept der Woche. Heute gibt es ein sehr schönes Fischgericht und zwar einen Saibling-Müllerin-Art mit herrlichen Petersilkartoffeln. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Peter-Max, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Für den Saibling habe ich jetzt schon Butter in einen Topf geschmolzen. Das ist jetzt allerdings nicht direkt für den Saibling, sondern für die Mandelsoße. Beim Fischmüllerinnenart ist es ja klassisch, eben, dass man da geröstete Mandelsplitter in ein bisschen Butter angeschwenkt hat, die dann über den Fisch drüber gekommen. Aber wir haben das hier ein bisschen moderner gemacht und machen aus den gerösteten Mandelsplittern eben eine schön herrlich süffige Soße. Dafür habe ich eben Schalotten und Lauch fein geschnitten, die dann hier schön angeschwitzt werden. Und da kann man auch schon die gerösteten Mandelsplitter dazugeben, beziehungsweise Mandelstifte, die einfach nochmal im Ofen schön goldbraun rösten, damit sie wirklich so eine herrlich nussige Mandelaromatik entwickeln. Und die kann man dann auch schon da dazugeben. Die Zubereitungsart Müllerin-Art kommt eher auch von dem ländlichen Bereich. Da werden meistens kleinere Fische, eben wie Forellen oder in dem Fall jetzt Saibling, verwendet. Mit der Hautseite einfach in Mehl gewendet und dann schön langsam in Butter rausgebraten. Durch das Mehl bildet sich eben so eine schöne, leichte Kruste an der Hautseite und ist wirklich eine sehr bekannte Zubereitungsmethode. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, für den Saibling entschieden, weil es einer meiner Lieblingsfische ist. Saibling gehört ja bekanntlicherweise zu der Familie der Salmoniden. Daran zu erkennen, erstens an dieser wunderschönen gepunkteten Haut, sowie an der Fettflosse, die am Rückenteil sitzt, zwischen der Schwanzflosse und der Rückenflosse. Also da dazwischen ist diese Fettflosse und die ist wirklich sehr markant eben und kommt nur bei Salmoniden vor. Sind soweit angeschwitzt und jetzt kann man das Ganze mit Fond aufgießen und ich gebe da auch sehr gerne noch ein bisschen ein Schlagobers dazu. Das macht das Ganze, wie gesagt, ein bisschen vollmundiger. Jetzt kann man eigentlich schon, während die Soße da vor sich hinköchelt, langsam anfangen, den Saibling zu braten. Der wird dann nur auf der Hautseite gebraten. Und dafür habe ich mir hier schon Mehl hergerichtet. Ich werde ein bisschen Salz hineingeben, um das eben auch zu würzen. Und dann nur mit der Hautseite schön in ein bisschen Mehl wenden. Und zum Anbraten nehme ich da ein bisschen Butter für diesen schönen nussigen Geschmack und ein bisschen Sonnenblumenöl, damit eben die Butter nicht zu schnell verbrennt. Wenn das jetzt einmal aufgeschäumt ist, kann man den Fisch, also man sieht hier wirklich so eine ganz dünne, schöne Mehlschicht und immer von sich weg in die heiße Pfanne legen. So. Wirklich sehr schön bei diesem Saiblingsfilet oder auch generell bei der Familie der Salmoniden ist, dass das Fleisch eben nicht schnell austrocknet. Also es ist wirklich ein schön saftiger Fisch, hat wirklich einen angenehmen Geschmack, einen schönen Biss und verzeiht einem auch den ein oder anderen Garfehler, wenn man das Filet jetzt ein, zwei Minuten zu lang in der Pfanne lässt. Salmonide brauchen ja wirklich ein sehr kaltes Wasser, also optimal 3 bis 4 Grad Wassertemperatur. Dieses schöne Exemplar kommt jetzt vom Gut Dornau aus Niederösterreich. Da beziehe ich eben sehr gerne auch für mich privat eben Fisch her und ihn dann langsam mit dieser aufgeschäumten Butter leicht arrosieren, heißt das. Also mit dem heißen Fett oder mit der heißen Flüssigkeit leicht überziehen, um von oben eben nochmal eine schöne konstante Wärme zu bringen und den Fisch von oben ganz langsam und sanft zu garen. Den Fisch nehme ich jetzt von der Hitze weg und im letzten Bratvorgang, also beziehungsweise im letzten Gardrittel, noch ein paar frische Kräuter dazu. Die Soße hat wirklich schon so einen angenehmen, schönen, nussigen Mandelgeschmack.
Diese herrlich nussige Soße ist jetzt schon perfekt einreduziert. Der Fisch auf den Punkt glasig gebraten, die Erdäpfel sind weich, also können wir eigentlich schon anrichten. Die schönen Petersilkartoffeln, noch immer ein bisschen Butter angeschwenkt, einfach separat in so eine schöne Schüssel geben und dann noch diese herrliche Petersilienbutter oben drüber träufeln. Das Saiblingsfilet wirklich kross und glasig auf der Haut gebraten und diese butterige, vollmundige Mandelsoße zum Schluss noch einmal kurz aufschäumen. Und dann noch ein paar Tropfen Schnittlauchöl und von dieser herrlich gebräunten Butter mit den schön aromatisierten Kräutern vom Braten auch ganz leicht drüber träufeln. Das bringt nochmal so einen extra nussigen Geschmack für den Fisch. Und diese schöne Soße. Und fertig ist dieses herrliche Gericht. Heute gab es bei mir ein kross gebratenes Saiblingsfilet Müllerinart mit einer herrlich butterig-nussigen Mandelsoße und schönen glasierten Erdäpfelkartoffeln. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität.